Hey, ich komm, wir müssen uns erst eben waschen. Ich stelle Wecker. Schmeckt doch nicht. Das müssen wir ja auch schon. Ich bin nicht. Ich zum 37. Mal. Ja, komm, zeig dir den Weg. Ist das lebenswichtig oder eine Sucht? Eine Sucht. Alle Kolpingsfamilien, die eine Fahne gemalt haben, möchten diese bitte mal hier hinbringen. Beiläufig wollte ich auch noch mal eben erwähnen, dass der Joko hier ist, an einen schönen Film dreht. Die erste Fahne ist da. Wunderbar. Jawohl. Jawohl. Die Fahne hier. Ist Kaffee drüber gelaufen, oder? Den Stock mal an, Nick, und dann gehen wir. Achtung, spannende Musik. Ja. Ist so? Ich hab zwei Augen im Kopf. Frisch. Meldet. Der nächste Schauer soll erst morgen Abend wiederkommen. Bis dahin, wunderschönes Wetter. Ich. Es sind doch ganz einfache Spiele, ist nichts Schwieriges dabei. Also kriegen sogar die Isomer auch hin. Lagerspiel.
Wir haben 6 Stationen vorbereitet. Die erste Station ist das Baumstammwerfen da hinten. So, da müsst ihr mit beiden Händen den Baumstamm so weit wie möglich ins Feld werfen. Dann wird die Strecke gemessen. 5 Versuche, jede Kolbingsfamilie. Die Leute vor Ort, die wissen aber Bescheid. Zweites Spiel ist die Leonardo-Brücke. Da vorne wird eine Brücke aus 18 Hölzern zusammengebaut. Wir haben jetzt 2 Anleitungen und da wird die Zeit gestoppt. Das dritte Spiel ist Tauziehen. Das ist da vorne. Da haben wir so ein kleines Turnier vorbereitet. Spiel 4 ist, wir haben da vorne einen kleinen Stein hingelegt. Den müsst ihr einmal um Platz tragen. Quatsch. Nein, ihr müsst das Gewicht schätzen. Das findet da vorne statt. Das Kuppspiel ist ja das bekannte Wikinger-Spiel. Das machen wir aber in einer verkürzten Fassung. Nummer 6, jeder Wiki-Fan kennt das. Spiel ist ein Steinhaufen schleppen. Das heißt, da liegt ein Steinhaufen und er muss von dem einen Tor zum anderen Tor getragen werden. Da haben wir ihr habt ja die Nummern gezogen. Dann habe ich hier jetzt aufgeschrieben. Und bei dem Kuppspiel fangen an Elken gegen Rehs. Das zweite Spiel, das ist Koch 1 gegen Issum. Ja! 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 Ja!
zwei Stück haben wir davon. So soll die Brücke nachher aussehen. Die Brücke ist nachher ein bisschen gespannt, dass sie in der Mitte vom Boden abgeht. Ja, das geht ja nicht. Was ist mit euch? Ist so mal, habt ihr einen Nagel im Kopf? Doch, Leonard! Wir sind alle drei Köpfe groß. Ja, umnähen! Hallihallo, hier wird jung und alt beschäftigt, alles ist beschäftigt. Gerade sehen wir hier Leute beim Kuppspiel. Wir sind natürlich ein Wikingerlager und da gehört ein Kuppspiel natürlich dazu. Fußball ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Jeder spielt hier Fußball, jung und alt. Und hinten sehen wir, wie man versucht, riesengroße Seifenblasen zu machen. Hey, das war ja ganz toll. Ja, und natürlich, die Väter sind auch alle da. Da die Sonne so knallt hier auf unser Wikingerlager, haben sich die meisten Väter jetzt schon im Schatten verzogen und genießen den Tag und freuen sich auf den Abend und freuen sich darauf, dass gleich später der Grill angeschmissen wird und es wieder endlich mal was zu futtern gibt. Denn hier darf im Lager keiner verhungern und ich glaube, es ist auch noch bisher keiner verhungert. Ja, mit dem Baller, Bruder. Katastrophe. Eben fragte ich, wir brauchen Schwammbrücke. Ich dachte, was?
anderen bewegt ihn gar nicht. Wir sind alle Gocha-Gocha-Jungs, Gocha-Gocha-Jungs, Gocha-Gocha-Jungs. Tackt den Sieger aus, schnell, den Sieger aus, schnell. Joko, wir haben reichlich. Du kannst auch dreimal Fleisch holen gehen. Ui, und dann schon wieder am Fassen da, am Essen fassen. Meine Güte, die hauen hier rein, die hauen hier Pommes rein. Und Salate.
gibt viele Fragen in dieser Zeit. Sag, wie soll ich leben? Ausweglosigkeit. Viele Angebote, wenig das auch trägt und sich in ein Herz einprägt. Dasein, um zu helfen, Nöte zu sehen und mich nicht verschließen, vorwärts zu gehen. Aufeinander achten, lernen zu verstehen und gemeinsam Wege gehen. Eine Weltfamilie, lebendig und stark, Zufluchtsort für jeden, der kommen mag. Zueinander finden, lernen zu verstehen und gemeinsam Wege gehen. Wir sind Kolping, Menschen dieser Welt, und wir sehen das, was wirklich zählt. Gottes Liebe weitertragen in die Welt hinein, zusammen leben, nicht allein. Wir sind Kolping, Menschen dieser Zeit, und wir haben